Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z, legendäre Superkrieger. Im letzten Part haben wir mit Piccolo gegen Cell gekämpft und haben dann auch letztendlich gewonnen. Doch jetzt steht auch gleich wieder der nächste Kampf an. Cell ist abgehauen, will die Androiden absorbieren. Die Androiden haben jetzt gerade Piccolo herausgefordert und ja, wir müssen mit Piccolo gegen Nummer 17 kämpfen. Und werden dies auch hoffentlich einigermaßen erfolgreich tun. Wir werden sehen. So, wir sind natürlich wieder langsamer. Was mich nicht sonderlich wundert momentan, aber wir haben Cap Switch. Wir können uns damit gleich 3 Ki wieder rausholen. Was eine ziemlich gute Sache ist. Ich liebe diese Karte. Warte, ich habe nämlich so gut wie negiert, dass er angefangen hat. Beziehungsweise wir haben nicht einfach Plus gekriegt. Haben jetzt statt 13 schon 17 Punkte. So, hoch A, B, wunderbar. Ah, er benutzt aber auch. Das heißt, er hat dann sogar verhältnismäßig noch mehr Ki als wir. Müsste demnach jetzt genau 4 Ki mehr haben als wir oder so. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr, was er für eine Phasenattacke eingesetzt hat. Auf jeden Fall hat er ein bisschen mehr. Bei Nummer 17 weiß ich aber, dass der auch wieder so einen Energieball konnte, glaube ich. Aber er konnte auch eine physische Attacke. Und er hat beides ziemlich gerne eingesetzt. Also da wird es wieder schwerer, den zu bedecken. Cell war ja anscheinend offensichtlich eher so der Strahlentyp. Ich glaube fast, dass der hier eher physisch aufgebaut ist. Gut, nochmal ein Cap Switch. Nehme ich natürlich gerne hin. Lock on. Accuracy up. Okay. Da hat er natürlich ein paar Kostenpunkte wieder weggehauen dafür. Ich glaube, so 4 oder 5. Und wir holen uns jetzt stattdessen welche. Er sammelt aber schon Ki. Hat er tatsächlich schon so viel? Ja, okay, ich meine, ich könnte jetzt auch schon einen Angriff raushauen. Aber ich will es ja noch nicht. Er lässt sich halt nicht so viel Zeit, erst Ki zu sammeln. Also Punkte zu sammeln. So, er greift halt lieber gleich an anscheinend. Was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. So, er bewegt sich in die Luft. Wo ich ja nie was dagegen habe, wenn sich der Gegner nach oben in die Luft bewegt. Da ich momentan ja eh eher mit Strahlen angreife, ist das immer eine ganz gute Sache. So, da kommt die 5-Phasen-Attacke. Ich schmeiß schon wieder Sachen runter. So, 5-Phasen-Attacke. Er ist weiterhin in der Luft. Und wir haben eine weitere Phasen-Attacke. Was haben wir denn da? 4-Phasen-Attacke, die nutzen wir natürlich. Mal sehen. A, B, A hoch. Wunderbar. Kommt näher. Möchte uns natürlich jetzt aufs Maul geben. Nun finde ich das gar nicht mal so nett. Die einzige Verteidigungsmöglichkeit, die ich gerade habe, ist eh die Shockwave. Taioken kann Piccolo gar nicht verwenden. Schlecht. Aber er macht auch den Crazy Rush. Das heißt, vergiss es. Jawohl, ja. Okay, das hat sich schon mal gelohnt. Und wir haben die 5-Phasen-Attacke zur Verfügung. Und der ist eh ein Stück näher, das heißt perfekt. So, rüber, A, B, hoch. Und den B habe ich verkackt. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck, zu früh. Ah, jetzt habe ich meine 5-Phasen-Attacke versaut. Scheiße. Ich kann es halt echt nicht mehr, die lang. Ah, Mann. Macht auch noch eine 5-Phasen-Attacke. Das könnte jetzt ziemlich entscheidend gewesen sein, weil die 5 Ki zu haben oder nicht, ist schon ein großer Unterschied. Das ist mich gerade ein kleines bisschen an, dass ich den nicht bekommen habe. Aber nun gut, das ist meine eigene Schuld. Okay,
Okay, was haben wir da? Ist nochmal Gift Switch? Nee, Full Spirit. Wie viel brauche ich für dich? 21. 42. 46. Ich glaube, ich könnte es schaffen. Ich sammle jetzt mein Key. Mach mal Lock on, okay. Ich sammle Key. Benutze das Key ab. Und hau ihm ordentlich um die Ohren. Ich krieg ja noch drei Key dazu. Am Ende jeder Runde. Das heißt, es sollte sogar reichen, zweimal die Bombe einzusetzen. Zumindest vielleicht. Mal gucken. Nee, nicht ganz. Ich glaube, das will ich auch gar nicht. Ich könnte mich sonst einige Probleme bereiten. Ist okay. Das fängt er einfach nur ab. Wow. Hätte ich noch dran gestanden, hätte ich nochmal Schaden machen können, ey. Jetzt habe ich 21, das ist okay. Ich mache einfach die Foresight und hoffe, dass er nicht sowas tut. Eieiei. Den Angriff finde ich aber vom Stil her sehr interessant, weil der Gegner zwischendurch dann immerhin sich versucht zu wehren. Was bei den meisten Angriffen nicht der Fall ist, vom Aussehen her. Aber jetzt habe ich dadurch nochmal Ki gekriegt und kann ihm einfach noch eine Lightbombe reinhauen. Denn offensichtlich, wenn der Gegner stärkere Attacken einsetzt, kriegt man anscheinend auch mehr Ki zurück. Warum auch immer, ist aber anscheinend so. Jedenfalls haben wir ihn besiegt. Sehr schön. Ja, er hat uns nur viel Schaden gemacht, weil er halt außerhalb vom Key-Sammeln das geholt hat. Was Einkommen oft genug, nehmen wir noch einen Super-Kamehameha mit. Verdammt, sie sind ziemlich stark gebaut. Unglaubliche Kraft. Ich muss mir ernst machen. Piccolo. Piccolos Key wird schwächer. Die Androiden, die androidlichen Körper werden nicht müde. Dann ist dieses Key... Es muss Cell sein, er ist nah an Piccolo. Verdammt, ich kann nichts machen hier. Piccolos Ki wird immer schwächer. Piccolo! Piccolos Ki verschwindet, während Cells größer wird. Das ist nicht gut. Scheint, als wäre 17 oder 18 absorbiert worden. Tien ist gekommen, um zu helfen, aber sein Ki ist auch immer schwächer geworden. Tenshin Han ist ein Problem. Warte. Kuko teleportiert sich wo und holt Tenshin Han und Piccolo. Puh, bring mir eine Sensobohne, Gohan. Piccolo und Tenshin Han sind noch am Leben. Sie haben Tenshin Han wiederbelebt und Piccolo sagte, dass Cell absorbierte Nummer 17 und hat sich verstärkt. 16 und 18 sind weggerannt, während Tenshin Han Cell bekämpft hat. Piccolo hat seine Hoffnung verloren, als er gesehen hat, wie Cell... Ach ja, als er Cells neue Kraft gesehen hat. Vegeta und Trunks haben ihr Training beendet. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Also ist euer Training gut verlaufen, Vegeta? Ich denke, du verschwendest deine Zeit. Ich werde mich um alles selbst kümmern. Das wäre toll. Sollen wir? Gohan, es ist jetzt unser Zug. Ja, Dad. Gohan und Goku haben angefangen zu trainieren. Um Cell zu besiegen. Goku und Gohan, Familientraining. Ja, und jetzt sind wir selber im Raum der Geist und Zeit und ich trinke schnell einen Schluck. Der Raum von Geist und Zeit ist ziemlich weiß gerade. Mein Körper ist schwer und ich kann kaum atmen. Dieser Place ist von der Außenwelt abgeschnitten. Du fühlst hier keine Key von jemandem. Was ist hier los? Es ist ein Raum, aber er ist so groß. Ich habe gehört, er ist so groß wie die Erde. Die Temperatur bewegt sich zwischen 50 bis minus 40 Grad. Die Luft ist auch nur ein Viertel, also die Luft ist auch nur so dünn, ist ein Viertel von der Erde, also ist ziemlich dünne Luft. Ziemlich wenig Zeug. Und die Schwerkraft ist 10 mal schwerer. Wir werden hier für ein Jahr bleiben.
Lass uns anfangen. Wir sind nicht hier, um rumzuspielen. Ja, Sir. Ich hoffe, dass man die Super Saiyan-Kraft übersteigern kann. Ich möchte der Stärkste sein. Aber Gohan, ich möchte, dass du sogar noch stärker wirst. Was? Du möchtest, dass ich stärker bin als du? Ich glaube in dich, Gohan. Ich weiß nicht, Trunks hat gesagt, ich bin ein Super Saiyan in der Zukunft, aber ich werde von Androiden getötet. Sei nicht dumm. Deine Zukunft ist anders als die von Trunks. In deiner Zukunft hast du hier niemals trainiert. Das stimmt allerdings. So, und wieder haben wir hier einige Sachen, wofür ich lieber mal speichere. Sind wir direkt mit dem Renos dann? Sollen wir beginnen mit dem Training? Nein. Das scheint hier etwas zu sein. Tatsache, nehme ich hier die zwei Krüge. Oder einen? Ein Krug, ja. Ich glaube, da müssen wir jetzt Fragen beantworten. Sein Krug gefunden, möchtest du ihn öffnen? Ja, ist leer. Jetzt ist da oben ein Krug. Scheint leer zu sein. Wenn ich nicht geöffnet hätte. Du hast einen Krug gefunden, möchtest du ihn öffnen? Er ist leer. Okay, ich werde kurz nochmal hier neu starten. Muss das aber gerade so machen, weil ich kein Safe State gesetzt habe. So, na, ich habe ja gespeichert, also ich einfach Continue. So, und ich glaube... Möchtest du ihn öffnen? Nein. Und noch einen, möchtest du ihn öffnen? Nein. Ich weiß, dass da irgendwas ist mit dem Dingern, aber ich weiß gerade irgendwie nicht was. Sehr merkwürdig. Nein. Ich ihn zuerst öffne, er ist leer. Hey, ist ein Brief von jemandem. Er ist von Mr. Popo. Mach es immer und immer wieder. Du könntest etwas bekommen. Das heißt, ich soll weiter gucken. Ah, Trunks Sword. Okay. Und da oben dann wahrscheinlich auch nochmal, oder? Okay, ich probiere es noch einmal. Mal schauen. Einfach mal kurz ein bisschen schneller machen. Okay, dann öffnen wir es einfach mal. So, dann haben wir Trunks Sword bekommen. Und hier müsste ich jetzt wahrscheinlich dann... die ganze Zeit nicht öffnen, oder? Ich weiß nicht, was es mit dem Ding auf sich hat. Ich kann ja nochmal 10.000 Mal drücken, aber anscheinend kommt da nichts weiter. Wenn
bekommt man hier wirklich nur Trunks Schwert? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was das macht. Erhöht die Stärke. Mhm. Okay, werden wir auch nicht weiter benutzen. Aber gut, dann starten wir eben damit. Übrigens, Gohan, wusstest du, dass du... was ein Special Defeat ist? Das ist eine Defeat-Karte, dessen Shockwave nicht funktioniert. Was? Eine sehr starke Art von Angriff. Ich hätte sie gerne. Alles klar, lass uns starten. Ich weiß gerade echt nicht, von was du redest. Das Training hat begonnen. Es ist Zeit für dich, endlich ein Super Saiyajin zu werden. Der Trick ist, dass du eine große Art von Wut spürst. Sei wütend, Gohan. Wütend? Wütend sein? Das ist nicht einfach. Mach's einfach. Gohan ist ein ziemlich netter Junge, also es ist schwer, ihn wütend zu kriegen. Aber Gohan tut sein Bestes, um weiterzumachen. Und eines Tages... Wut, Wut. Ha, ha. Wut. Ich hasse sie. Ist das Vegeta? Ich hasse die Androiden. Ist das Vegetas, Vegetas Erinnerung? Was geht los? Ich werde diese Androiden in Stücke reißen. Boah! Das sind Androiden? Gohan, wer sind die? Androiden? Was ist das? Ich weiß es nicht, aber... Möchtest du die kämpfen? Dann lass uns loslegen. Ja, und wir machen hier einen Teamfight gegen die Androiden. Gohan und Goku. Wir lassen das Deck einfach mal, denke ich, so wie es ist. Speicher nochmal. Beginnen den Kampf gegen Nummer 16. Der ist auch ein bisschen schlecht einzuschätzen, aber er benutzt gerne seinen Arm als Abschussmöglichkeiten und damit als Strahlenattacker. Wir haben einiges an Phasenattacken, okay. Also denke ich mal, Void sollte gegen den Typen gut klappen. Mal sehen, ob wir den Kampf einigermaßen gescheit hinkriegen. Der Part wird aber, wie ich jetzt schon sehe, ein bisschen länger. Denn ein Teamkampf kann ein bisschen länger dauern. Und selbst wenn der Kampf recht schnell umgeht, glaube ich nicht, dass ich das innerhalb von 2,5 Minuten schaffe. Und ja, deswegen nehmen wir uns hier schön Zeit. Machen halt den Part ein bisschen länger. Okay, er bewegt sich gleich näher an uns ran. Also recht offensiv, der Kerl. Aber das stört mich nicht, denn dadurch, dass er jetzt näher dran ist, kann ich meine Phasenattacke besser benutzen. Die ich vorhin gekriegt habe. Er bleibt weiterhin bei der 3-Phasenattacke vorerst. Ah, der Kerl haut ordentlich rein. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt auf unsere 5-Phasen-Attacke. Wunderbar. Jawohl, ja. Sein nächstes Kommando haben wir einfach weg. 4-Phasen-Attacke, sehr schön. Tschüss. Und wir sammeln schön weiter CC-Punkte. Jetzt kommt noch eine 4-Phasen-Attacke. Fuck. Das war zu spät. Ah, da habe ich genau falsch rumgedrückt. Da habe ich nicht B rüber oder was man möchte, sondern genau andersrum habe ich gedrückt. Ich versau's halt aber auch immer wieder. Damit sind wir wieder 4 Ki durch die Lappen gegangen. Er sammelt Kraft. Das könnte problematisch werden. Foresight.
nur hin. Lock on. Bitte mach nochmal eine Phasenattacke. Sehr schön. Void bitte? Nein, leider nicht. Schade. Das heißt, ich muss jetzt nur eine Endurance machen. Ich kann leider nicht mehr machen. Ah, okay, wunderbar. Er kommt näher ran. Wird also auch wahrscheinlich nicht allzu wenig Schaden jetzt machen mit seiner Attacke. Das wird jetzt wahrscheinlich ziemlich wehtun. Da kommt der Hellflash. Wir zumindest abwehren. Ja, den haben wir trotzdem recht gut weggesteckt auch. Okay. Ich kann jetzt natürlich den kontinuierlichen Kick einfach mal einsetzen. Aber den behalte ich lieber. Ich habe den Dunkshot immerhin. Dann mache ich nachher lieber den, wenn ich die Chance dazu habe. Sammle aber jetzt erstmal noch ein bisschen CC-Punkte. Er näher oder ist er jetzt einfach nur hochgegangen? Er ist näher und hoch. Okay, das heißt, jetzt sammle ich Ki. Das ist die perfekte Chance, jetzt mal Senko einzusetzen. Schade, die hätte ich auch gerne abgewehrt, aber... Nun gut. Man kann ja nicht mit allem rechnen. So sammle ich halt selber noch ein paar CC-Punkte. Mich bitte einfach da, wo ich bin. Danke. Das hat gerade übelst wehgetan. Verdammt! So, Telepathie und nochmal ein Kommando-Fail. Wir sammeln unser Key. Er bewegt sich schon wieder auf uns zu. Ist er jetzt einfach runtergegangen oder wie? Ich hätte es ziemlich nett gefunden, wenn du oben geblieben wärst, um ehrlich zu sein. Ich schau einfach mal, vielleicht macht er eine Phasenattacke. Ja, macht er. Wunderbar. Das heißt, die können wir schon mal abwehren. Also viele 5 Phasenattacken hat er dann auch nicht mehr in seinem Deck. So, ist immer da. Full Spirit Key up. Sehr schön. Halten wir aber noch. Ihm geben wir jetzt einen Dankschaden mit. Den er einfach abwehrt. Ohne irgendwas, er wehrt ihn einfach so ab. Verdammt. Und wir wehren noch eine 5-Phasen-Attacke ab. Wow. Er wehrt den Dunkshot halt tatsächlich einfach so ab. Oh Mann. Das ist definitiv nicht gut. Ich mache deswegen jetzt lieber trotzdem mal den Mansenko. Ich habe sowieso mehr Ki als Angriffskraft, also das hat überhaupt nichts abgezogen eben. Ja, und das sieht schon viel besser aus. Aber natürlich haben wir dadurch jetzt fast komplett 19 Ki umsonst weggehauen. Full Spirit hebe ich mir auf. Und da kommt der Rocket Punch. Der könnte das Ende bedeuten. Aber wir werden auch ab. Das meinte ich. Da, sowas kommt halt manchmal vor. Normalerweise, wenn man mehr Ausweichmöglichkeiten hat, also wenn man schneller ist. Aber momentan passiert es halt einfach anscheinend einfach mal so. Warum auch immer. Will mich nicht beschweren. So, kontinuierlicher Kick. Ich hoffe, das reicht. Er wehrt es auf jeden Fall nicht ab. Und es reicht, jawohl. Nummer 1 down, aber Nummer 18 ist natürlich noch da.
Und für sie bewegen wir uns auch erstmal wieder zurück. Sie sammelt natürlich gleich Kraft. Sehr schlecht. Sie haben jetzt natürlich die Punkte in ihren CC-Punkte-Vorteil. Wir haben echt nicht mehr viel mit unseren 14. Und unsere Phasenattacken neigen sich auch langsam dem Ende. Lock on. So. Frage ist, greifst du jetzt direkt an oder nicht? Ich werde mich trotzdem einfach nur so verteidigen. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass ich es überlebe. Selbst wenn ich eine Endurance mache. Beim nächsten Angriff. Nee, definitiv nicht mehr. Das heißt, ich meine Endurance wegschmeiße und dann noch ordentlich CC-Punkte weggebe. Bleib ich lieber dabei. Ich könnte die Taioken probieren. Wenn das nämlich klappt, dann würde es sich lohnen. Und deswegen benutze ich die dann auch. Die Taioken-Karte. Mit ein bisschen Pech waren es halt leider ein paar Ki, die ich dann verschwendet habe. Ach, ich kann es gar nicht einsetzen. Okay, dann hat sich das eh erledigt. Ja, okay. War eh besser. Es kommt eh der Super-Energieball. Trotzdem gute Arbeit, Gohan, bisher. Als nächstes kommt nun Goku als Super Saiyajin. Gehen wir die Sache also jetzt anscheinend ein bisschen ernst an. Benutzen erstmal die ganzen Key-Ups. Ah, macht sie nämlich auch. Nicht nett. Definitiv nicht nett. Für mich. Aber egal. Wie gesagt, ich mache jetzt selber meine Key-Ups. Hab dann auch nochmal Cap-Switch. Also erstmal ordentlich Kraft sammeln, damit ich danach mit der Genki-Dama ordentlich reinhau. Capswitch kann ich mir dann immerhin einiges wiederholen. So, nochmal eine 4-Phasen-Attacke. Ne, ist sogar eine 5-Phasen. Sehr schön. Diesmal darf ich es aber nicht verhauen. Jawohl. Oh, jetzt. Die war gut. Haben wir jetzt. Und erhöhen unser Key weiter. So, was war denn da? Eine Shockwave. Leider kriege ich aber einfach partout nicht meine Void. Aber okay. Weil die könnte ich nämlich definitiv gegen sie brauchen. Ohuhu. Jetzt wird's ernst. Beide haben 2 Key-Ups drin. Das heißt, die nächsten Angriffe, die durchkommen, die werden richtig heftig. Auf beiden Seiten. Anscheinend hat noch keiner von beiden die wirklichen Punkte dafür. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. 45. Das sollte also eigentlich reichen. Wir sammeln unsere Key. Sie benutzt auch Cap Switch. Benutzt sie fast dieselben Sachen, die sie auch benutzen. Das ist unglaublich. Key Up und Cap Switch. Die ganze Zeit.
Und auch Ki sammeln. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt wird's ernst. Das Beste wäre es natürlich, wenn die Genki-Dame jetzt einfach so heftig reinhaut, dass es sofort vorbei ist. Doppel-Key ab, vielleicht reicht's. Spirit Bomb. Zium. Sie macht nichts weiter. Und sie kriegt ihn voll ab, jawohl. Ja. Perfekt gelaufen, wunderbar. Was haben wir denn hier? Guard Power Up. Brauche ich alles nicht, ich nehme dich für die Sammlung mit. Was ist das? Vater! Bist wach? Bist du okay, Gohan? Du hast rumgestöhnt. Hä? Habe ich geträumt? Nun, lass uns eine Pause machen und später weitermachen. Und Gohan dann weiter trainiert. Die Zeit, die Kammer den Raum der Geist und Zeit zu verlassen, ist auch endlich angekommen. Aber hier machen wir an der nächsten Stelle weiter. Bis dann!